Kommen wir nun zu meinem absoluten Lieblings-YouTuber, Aktien mit Kopf. Ich habe mich auf diesem Kanal ja schon dreimal mit ihm beschäftigt, beziehungsweise viermal, wenn man meine Reaktion auf die 13-Fragen-Folge, wo er auftritt, auch mitzählt. Naja, und mir hat keiner seiner Beiträge bisher sonderlich gut gefallen. Er ja, macht ziemlich viele stramm neoliberale Videos, wo er eigentlich diese ganzen Wirtschaftsmythen, wir dürfen die Steuern für die Reichen nicht senken, die Leute sollen Aktien für ihre Altersvorsorge kaufen, dann sind eigentlich alle Probleme gelöst. Und wir dürfen bloß unseren Sozialstaat nicht ausbauen, das ist ja ganz, ganz gefährlich. Naja, er behandelt all diese neoliberalen Talking Points und bringt sie auf sehr polemische Art und Weise rüber. Also schauen wir jetzt mal, was er zur Sarah Wagenknecht-Partei zu sagen hat. Hier steht es doch, Schlag auf Schlag, ihr Rezept, staatliche Kontrollorgane, die überwachen, was Betriebe herstellen und was nicht. So, ich beschäftige mich mit diesen Themen schon seit Ewigkeiten. Ich habe alles da gelesen, was es gibt. Egal ob Ludwig von Mises, egal ob Maynard Keynes, Thomas Sowell, einfach die ganze Riege an Ökonomen, sowohl von der linken Seite als auch von der rechten Seite, ist mir mehr oder weniger ein Begriff. Und eine Sache kann ich euch sagen. Egal wie man den Sozialismus anstreicht, also mit welcher Farbe, egal wie man ihn nennt, am Ende kommt immer dasselbe bei raus, dass nämlich diese staatlichen Kontrollorgane einfach nach und nach die Macht an sich reißen, immer mehr tatsächlich darüber bestimmen, was noch produziert werden darf und was nicht, somit keiner mehr Lust hat, für sein Risiko in irgendeiner Art und Weise dort zu investieren, weil es sich ja einfach nicht mehr lohnt für die privaten Bürger und für die Unternehmen und der Standort knallhart zerstört wird. Ich habe alle Ökonomen gelesen, aber Hayek ist der einzig wahre. Was Aktien mit Kopf hier beschreibt, ist die Argumentation aus Hayeks Weg zur Knechtschaft. Wenn der Staat etwas, ja, reguliert, wenn der Staat auch nur etwas in die Wirtschaft eingreift, dann hat er eigentlich einen Anreiz, das immer mehr zu tun, immer mehr Macht bei sich zu akkumulieren und die Privatwirtschaft immer weiter einzuschränken, so dass man auf eine Rutschbahn hin zur Planwirtschaft gerät oder auf einem Weg oder sich auf einen Weg zur Knechtschaft begibt. So heißt Hayeks Buch ja auch. Naja, was ist davon zu halten? Erstmal, Wagenknecht will keine staatlichen Kontrollorgane. Ich hatte euch vorhin den Ausschnitt von Markus Lanz zwar schon gezeigt, aber auf die Gefahr hin, dass ihr dement seid, zeige ich ihn euch jetzt einfach noch einmal. Und das steht unter dem Stichwort wirtschaftliche Vernunft, ja? Ja, ja, da steht Abenteuerliches, das ist nicht von mir. Also Sie wollen... Das stimmt alles gar nicht. Also, Sie wollen keine staatlichen Kontrollorgane, die überwachen, was Betriebe... Ich weiß nicht, welche Fantasie dieser Bildmensch entfaltet hat. Er hat mir das auch in dem Gespräch erzählt, dass er der Meinung ist, dass ich irgendwelche staatlichen Kontrollorgane haben will. Und ich habe ihm gesagt, wie kommen Sie darauf? Was richtig ist, ich finde, da, wo Märkte nicht funktionieren, da muss der Staat in die Preisbildung eingreifen. Also doch. Das sehe ich schon. Ja, das findet ja statt. Wer entscheidet das? Ja, was nicht, heißt, aber nicht jetzt dieser das? Übergriffige, böse Staat. Sagen Sie das jetzt bitte nicht. Wer macht das? Also wir haben in vielen Bereichen regulierte Preise. Übrigens das Land in Europa, das in den meisten Bereichen regulierte Preise hat, wissen Sie, welches das ist? Sind wir? Nein, das ist die Schweiz. Und sie hat offenbar es nicht schlecht damit gefahren. Und wir haben einfach in Deutschland, wir haben es doch jetzt gesehen bei der Energiepolitik, wir haben einerseits natürlich, weil wir jetzt uns abgeschnitten haben von billiger Energie, eine hohe Inflation. Wir haben aber auch deshalb eine hohe Inflation, weil einige Unternehmen sehr viel Marktmacht haben. Also zum Beispiel die Lebensmittelketten, die Lebensmittelkonzerne, da werden enorme Gewinne gemacht. Und da gibt es zwei Wege. Ein Weg, der ist längerfristig, aber auch sinnvoll. Man muss große Unternehmen mit zu viel Marktmacht entflechten. Das haben die Ordoliberalen immer gefordert. Zerschlagung heißt das. Na, die USA diskutieren jetzt zum Beispiel darüber bei den großen Internetkonzernen. Ich hatte vorhin bei meiner Reaktion auf Olli ja schon die zahlreichen Preiskontrollprogramme, die es in der Geschichte des Kapitalismus immer wieder gab, genannt. So in Australien 1962, Dänemark 1963, Großbritannien 1976, in Schweden 1970, in den USA 1971 oder in Frankreich 1982. In keinem dieser Länder ist danach der Sozialismus ausgebrochen, sondern ganz im Gegenteil, es kam in all diesen Ländern zur neoliberalen Revolution. Der Staat wurde also immer mehr zurückgedrängt und hat die Steuern vor allem für die Reichen immer stärker gesenkt, obwohl es vorher solche Programme gab. Hayeks Argumentation ist durch die Geschichte also vollständig widerlegt. Einzelne Programme zur temporären sektoralen Preiskontrolle
führen nicht in den Sozialismus. Also man hat das ja sogar in sozialistischen Staaten gesehen, die sich vom Sozialismus verabschiedeten. Jene Staaten, die es langsam angegangen sind, wie beispielsweise China, die gesagt haben, wir heben die Preiskontrollen langsam auf. Wir lassen uns 15 Jahre Zeit, also von 1978 bis 1993, also von der teilweisen Freigabe einiger Preise zur vollständigen Freigabe aller Preise, hat es 15 Jahre gebraucht. Diese Länder sind besonders gut aus dem Sozialismus herausgekommen. Jene Länder, die gesagt haben, so, wir deregulieren alles auf einmal, wir geben alle Preise sofort frei, wie beispielsweise Russland, bei denen hat sich eine ökonomische Katastrophe abgespielt. Die Schocktherapie hat in Russland die Wirtschaftsleistung etwa halbiert. Die Armut hat sich verzehnfacht, die Arbeitslosigkeit ist extrem angestiegen, es gab Hyperinflation. Also dieses Argument, wir machen ein paar Preiskontrollen und schon bricht die Planwirtschaft aus, das ist einfach Schwachsinn. Selbst in den Ländern, die sich von der Planwirtschaft verabschiedet haben, hat eher eine zu schnelle Liberalisierung zu Katastrophen geführt und nicht eine zu langsame. Und dafür gibt es historisch so viele Beispiele auf jedem Kontinent der Erde. Ja, egal ob in der DDR, in Deutschland, egal ob in Schweden, in Großbritannien, in Afrika, in Venezuela, bei Mao, bei den Chinesen, überall gibt es diese großen Sprünge nach vorne zum Sozialismus und dem Allmachtsfantasien, dass der Staat angeblich der bessere Produzent ist und wüsste, was produziert werden soll und was nicht. Was er in Schweden oder Großbritannien mit Sozialismus meint, das weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Meint er damit die sozialdemokratische Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg? Wenn er das meinen sollte, ich will ihm da jetzt nichts unterstellen, dann ist das schlicht und ergreifend Schwachsinn. Wenn sich ganz Westeuropa ansieht, dann war das Wachstum in der Zeit, wo eine sozialdemokratische, also eine staatsinterventionistische Wirtschaftspolitik gemacht wurde, nämlich von 1950 bis 1973, zur Zeit des Bretton Woods-Systems, wo sogar die Wechselkurse fixiert waren, also einer der wichtigsten Preise in der Marktwirtschaft wirklich fixiert war, da war das Wachstum in Westeuropa höher als zu allen anderen Zeiten im Kapitalismus. Sowohl während der Laissez-faire-Ära im 19. Jahrhundert, als auch in der neoliberalen Ära heute, als auch in der Zwischenkriegszeit, war das Wachstum immer geringer als in der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs, als eine keynesianische Politik gefahren wurde. Also, ja, wir sehen es tatsächlich. Mehr Staatseingriffe, mehr Umverteilung bedeuteten in dieser Zeit mehr Wirtschaftswachstum. Das ist etwas, was man für ganz Westeuropa so konstatieren kann. Da in Schweden oder Großbritannien sich nicht auf einzelne Zeiträume bezieht, können wir darauf gar nicht genauer eingehen. Aber wenn er damit diese Zeit meinen sollte, dann ist das einfach Schwachsinn. Dann kann man konstatieren, dass das Gegenteil richtig ist. Wir hatten damals eine sozialere Politik und wir hatten damals mehr Wachstum, nicht weniger. Nämlich ne, staatlich regulierte Höchstpreise. Weil nämlich diese teuren Preise sind dann immer die Folgen von wirtschaftlich katastrophaler Entwicklung. Und wenn dann irgendwann ist für die Unternehmen, die restlichen, die es überhaupt noch gibt, so teuer wird zu produzieren, dass sie nicht mal mehr ihre eigenen Kosten decken können, ja, dann kommt der Staat und sagt, naja, das Toilettenpapier, das dürft ihr jetzt nicht für 10 Dollar pro Rolle verkaufen, ja, sondern da machen wir jetzt einen Höchstpreis von 1 Dollar pro Rolle. Ja, Problem ist nur, dass dann keiner mehr diese Sachen produziert, weil es sich einfach nicht mehr lohnt. Und dann bricht die Produktion komplett zusammen und das, was es überhaupt noch an Klopapier gibt, findet man dann auf dem Schwarzmarkt. Da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Also wer hier so wenig aus der Geschichte gelernt hat, da denke ich mir so, nee, also wirklich nicht. Ach, mit dem Toilettenpapier spielt Aktien mit Kopf auf Venezuela an, als wollte Wagenknecht der venezuelanischen Politik nacheifern. In Venezuela, da herrscht ja so schlimmer Sozialismus. Nun ja, erstmal, welche Probleme hat Venezuela? Die holländische Krankheit, also extreme Abhängigkeit von einem Rohstoff, nämlich Erdöl, und damit extreme Fixierung auf den Erdölsektor. Und zweitens ein US-Embargo, was dort zu einer schweren Wirtschaftskrise geführt hat. Und natürlich auch die schlechte Politik der venezolanischen Regierung, auf diese zwei Dinge zu reagieren. Man hätte sich tatsächlich etwas unabhängiger vom Erdölsektor machen müssen, beziehungsweise ein Teil der Einnahmen aus dem Erdöl zur Seite legen müssen. Das hätte man wahrscheinlich, als der Erdölpreis höher war, machen müssen. Nun ja, aber wie sozialistisch ist Venezuela eigentlich? Ich meine, diese strukturellen Probleme haben an sich ja nichts damit zu tun, ob dieses Land sozialistisch ist oder nicht. Der Staatsanteil in Venezuela lag bei 12%.
Also diesem bösen sozialistischen Land, was Wagenknecht angeblich anstreben würde, also ist jetzt auch nur eine absurde Unterstellung, ich meine DDR, Venezuela und Großbritannien in einer Reihe zu nennen, ist schon mutig, aber gehen wir jetzt mal in diesem bösen sozialistischen Land, liegt der Staatsanteil bei 12%. Zum Vergleich, in Deutschland, da liegt er bei 48,5%. Also 12%, böser Sozialismus, absolut schlimm, Staatsanteil von 48,5%, also wie nennt Barkon das eigentlich? Das frage ich mich jetzt mal. Wie nennt er dann das System in Deutschland, wenn das in Venezuela mit 12% Staatsanteil schon Sozialismus ist? Das ist natürlich völlig irre, diese ja willkürliche Verwendung des Begriffes Sozialismus. Also Aktien mit Kopf verwendet einfach den Begriff Sozialismus für Länder, in denen die Wirtschaft gerade schlecht läuft. Dann verwendet er den Begriff Sozialismus für eine Politik, die ihm nicht gefällt. Und dann versucht er das irgendwie zu verknüpfen, um damit die Politik, die ihm nicht gefällt, hier die vernünftige sozialdemokratische Politik einer Sarah Wagenknecht, diskreditieren zu können. Dieses Vorgehen ist so dermaßen irre, dass man nur hoffen kann, dass darauf kein Zuschauer reinfällt. Also assoziatives Verknüpfen von Ländern und Politiken, die nichts miteinander zu tun haben, unter dem Begriff Sozialismus, ist das Gegenteil von Analyse. Das ist Volksverdummung, was Aktien mit Kopf hier macht. Der Reibach der Großkonzerne, das Abschöpfen und der Reibach, den die Großkonzerne machen, sollte man halt eben verhindern und die Gewinne wegbesteuern. Also okay, keiner darf mehr Gewinne machen, also die Gewinne, die gemacht werden, werden wegbesteuert. Also Sarah Wagenknecht geht tatsächlich davon aus, dass Menschen wie so Roboter handeln, ja, und so ein Unternehmen, was irgendwie Gewinne macht, wenn du diese Gewinne wegbesteuerst, dass dann das Unternehmen einfach sagt, ja, okay, machen wir keine Gewinne mehr, wir machen einfach genauso weiter wie immer, ne, aber wir machen halt einfach keine Gewinne mehr. Aber ist okay, ja, die Gewinne, die geben wir einfach vergemeinschaftlich ab, ja, und das war's. Sarah Wagenknecht, und jetzt zeigt sich auch nach und nach wieder, wofür sie eigentlich wirklich steht, ist einfach ein Mensch, der alles kontrollieren will und der überall diesen Kontrollzwang eben auch auf die Unternehmen und so weiter ausweiten will. Niemand, aber auch wirklich niemand hat einen Unternehmenssteuersatz von 100% gefordert. Aber ein etwas höherer Unternehmenssteuersatz, beziehungsweise erstmal das Eintreiben von Gewinnen bei Großkonzernen, die sich ja durch Steuersparmodelle vielfach komplett darum herumwinden, wäre doch schon mal ein Anfang. Aber ja, wenn man so etwas will, dann will man alles kontrollieren und dann macht keiner mehr Gewinne. Also Ihr seht, mir fällt es schwer, darauf sachlich zu antworten, weil Aktien mit Kopf sich hier irgendeinen Unsinn ausdenkt, der niemals gefordert wurde. Und ich hatte es vorhin ja auch schon erwähnt, der Unternehmenssteuersatz hat sich in Deutschland von den 90ern bis in die 2010er in etwa halbiert und trotzdem ist die Bruttoinvestitionsquote gesunken. Der Steuersatz hat sich halbiert und die Investitionsquote ist gesunken. Wie geht das? Nun ja, ganz einfach, die Investitionsquote und der Steuersatz haben so gut wie nichts miteinander zu tun. Jedes Unternehmen wird eine profitable Investition wahrnehmen, egal wie hoch sie besteuert wird. Das sieht man übrigens auch ganz gut, wenn man sich die Entwicklung der Unternehmensgewinne und die Nettoinvestitionen der Unternehmen in den 90ern und 2000ern in Deutschland ansieht. Die Gewinne der Unternehmen sind stark gestiegen, die Investitionen sind im gleichen Zeitraum gesunken. Die Gewinne steigen, die Investitionen sinken. Wie kann das sein? Ganz einfach, das beides hat nichts miteinander zu tun. Unternehmen investieren, wenn sie eine steigende Nachfrage für ihre Produkte erwarten. Und wenn man halt eine Politik der Lohndeflation macht, wie Deutschland in dieser Zeit, ja, dann investieren die Unternehmen halt nicht, sondern sie sparen und ja, genehmigen sich immer höhere Gewinne, die sie dann an ihre Anteilseigner ausschütten. Das ist kein Pluralismus. Das bedeutet nicht in der Wirtschaft, die besten Ideen setzen sich durch. Zum Beispiel, dass man sagt, na gut, du willst die ganze Kontrolle den Bürgern zurückgeben, dann lass doch einfach die Genossenschaften gründen, lass doch diese Leute, diese Unternehmen und so weiter führen und dann schauen wir einfach mal, wie sich das im Wettbewerb so durchsetzt. Aber nein, diesen Wettbewerb will Frau Wagenknecht nicht. Sie will es überall aufobstruieren gewissermaßen. Ja? Und da bringt das Gegenteil ist schon wieder richtig. Wagenknecht will, dass große Konzerne entflochten werden, dass große Unternehmen zerschlagen werden, aber dass der Normalbürger gleichzeitig höhere Löhne bekommt. Was hindert denn den normalen Menschen in Deutschland, ein kleines Gewerbe zu gründen? Ganz einfach, er hat nicht das Geld dazu. Die Bank gibt ihm keinen Kredit für riskante Investitionen. Wie könnte man das ändern? Einfach, indem man das Einkommen der normalen Menschen erhöht, indem man für höhere Löhne sorgt und ihnen damit die Möglichkeit gibt, vielleicht irgendwann selbst unternehmerisch tätig zu werden. Und Großkonzerne, die zu viel Marktmacht haben, ja, die muss man entflechten, um für richtigen Wettbewerb zu sorgen.
Das hatte Wagenknecht auch schon gefordert und diese Idee ist nicht sozialistisch, diese Idee ist sogar ordoliberal. Dies ist nicht der einzige Beitrag, der sich gegen Wagenknechts neue Partei richtet und welchen ich kommentierte. Schaut auf meinem Erstkanal gerne vorbei und seht noch 3 andere Beiträge, die ähnlich dämlich versuchen, Wagenknecht zu diskreditieren.